grüß euch. Ein kurzes Update aus der Garage, aus der Leni-Garage. Es ist viel passiert, aber es war halt viel Schleifarbeit und am Reinigen und solche Sachen. Also da habe ich jetzt echt nicht gefühlt, weil es nichts hergibt. Ein paar Zusammenbauschichten waren eine davon. Das sieht man da draußen jetzt. Und zwar die Kotflügel haben neue Scheinwerfer gekriegt, neue Standlichter, neue Blinker und sind auf der Innenseite bereits lackiert. Sprich, die Unterseiten und Innenseiten, die eben neu sein soll, ist schon geschehen. Und jetzt gerade bin ich dabei, dass ich da das Licht drin ändern, dass man was sieht. Jetzt mache ich bei der Heckwanne weiter. Schauen wir mal, ob das irgendwie sichtbar ist. Ah ja, da sind schon Löcher gebohrt und das ist so ein kein Werkzeug oder so. Ja, ich habe das mal irgendwo gesehen, wie das geht, und dann habe ich natürlich so ein Eisending habe ich natürlich daheim. Da macht man sich so einen Schlitz rein. Der muss halt irgendwie passen. Und dann, schauen wir mal, das sieht auch. So, das gehört so einbaut. Das ist in Fahrtrichtung vorne. Das ist hinten. Das heißt, ich will das nach hinten umbiegen. Und dann machen wir das da mal. Probiert habe ich schon. Und funktionieren tut es. Da oben nicht wundern, da ist keine Dichtmasse drinnen, weil ich das, falls da über dann reinkommt, erst mache, wenn ich das da oben weiter tue. Wenn ich da oben weiter zusammenschneide. Und damit ist die Trennwand heraus.
Ka-ching!